Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 19, zu der Saison mit den Red Bulls aus München, zum ersten Finalspiel gegen Mannheim. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut, ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und ich würde sagen, wir starten gleich los in das erste Finalspiel. Ich werde es beibehalten, ich fällt eh schon auf, der Rhythmus wird alle 2 Tage sein. Wir brauchen ja, wir simulieren einfach diese Tage auch nach vorne in der Realität. Hi everybody, with Eddie Olczyk and Ray Ferraro, I'm Mike Emery. Tonight's matchup is from the DEL, Germany's top league. But before we get started here, the thoughts of Eddie Olczyk. This is a league that imports many North American players. So, wir sind zu Hause am Oberwiesenfeld. Genau, das wollte ich nur sagen. I'm Mike Emmerich with Eddie Olczyk and Ray Ferraro. This playoff game has started. Munich's moving the puck in their own end. Mitchell, jawohl, Laden. One, he'll get the number on. Looks like he arrived at the rink in a bad mood. Maybe he missed his wake-up call. That early hit is an angry one. And snap to Ollie. Wir müssen jetzt ein bisschen konzentriert spielen, die Folge. Aber wahrscheinlich wird es dann eh wieder so sein, dass ich... Jawohl! Wow, that's getting on the board fast. Wenn ich meine, dass ich mehr konzentriert sein muss, weniger red, so ist das so. Erstes Tor in die Playoffs für München. Das Heimtor von Jason Jeffrey. 4 Tore in diesen Playoffs. Now that the scoring's been opened up, we'll see if the opponent can punch their way back into this game. You can't be back on your heels too long. Wir haben ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausstreue, wahrscheinlich noch nicht das Finalspiel. Aber ich würde darauf wetten. Ich traue mich drauf, Schürger zu wetten, dass wir die Paarung im Finale auch sehen. Ich weiß jetzt nicht, warum, dass mir jetzt der Gedanke gekommen ist, aber irgendwie sagt mir das Bauchgefühl, in der Realität ist München Zweitplatzierter, Mannheim Erstplatzierter. Bei einem blöden Zufall könnte die Playoffs genau so ausschauen. Im Finale zumindest so einmal. Right on his stick from the left wing. Aber ich könnte mir das gerne mal. Ja gut, zu dem Zeitpunkt weiß ich es ja selber. Zu dem Zeitpunkt, wo er das Video dann kommt, weiß ich ja das selber dann. Wie die Playoff-Tabelle dann ausschaut wahrscheinlich. The best part about a game like this that is played with great pace is the coaches can't stick their thumbs into it and slow the game down. There's no time for meetings on the bench. Adler Mannheim's in possession and moving up the wing. And quickly to Larkin with a shot. Good shot, but a better save. And ring more. Ich nehme ja aktuell Dienstag in der Früh, wo sind wir sozusagen? Halbe 2 auf. Halbe 2 in der Früh. Seit gestern Nachmittag spiele ich schon Eishockey. Goes to the backhand. Save. And the referee's whistle has stopped play. Wie viel Kaffee, dass ich schon gezupfen habe, eigentlich. They lock up from the draw and the teammate puts the grab on it. Nur weil ich zwischen die Folgen in eine kurze Pause mache und dann wäre aufs Klo muss. Aber wie ich schon gesagt habe, vor ein paar Folgen, wenn es einmal läuft, dann läuft es, dann sitzt es halt einfach nicht aufhören.
Ich hab das auch so am PC, wenn einmal irgendwo bei einem Spiel auf dem PC was läuft, was gut ist, dann tue ich ja gerne überziehen. Noch funktioniert es, noch wohnt meine Frau nicht bei mir, noch kann ich mir die Zeit nehmen, dass ich auch hier in der Nacht spiele. Ja, es hat wieder wird eine kurze Nacht werden. Aber macht nichts. Aber dann ist man selber so gehypt auf Spiel selber. Und wie es ausgeht, also ich halt zumindest, ich weiß nicht, wie es eigentlich geht. Adler Mannheim's looking to head man up the wing. Let's it go and a save. Gathered up by Smith. Fires deflected off the blocker. Ollie skating to the neutral zone. Nein. They must retreat and start back again. Shoots. Play is stopped. The net has come loose. They'll put it back. Ich sehe was Tor verschoben, oder wir? Munich's fans got back on their feet after watching the replay of that massive save on the big board. I don't think we're going to see a bigger save than that the rest of the night. Good job on the draw. So Munich's carrying on up the wing. Very important steal for him. Zweites Drittel. Outstanding save. Mannheim spielt gut. Also ich finde das, ich finde die Mannheimer KI spielt, finde ich gut. Also für mein, auf meine Verhältnisse. Also. Rister from the slot. Nice save with the glove. Adelshauser, jetzt hat. Aufwuchs. Tries to get it on net. Oh, what a hit that one was. Oh, he's been looking for that hit all night. Shot. He got a piece of that one. Now that's a solid save. Backhander to the net. Picked up by the defense. Adler Mannheim's power play fails this time. Trevor Fox. They are still down by one. Mannheim hindert mich immer am Abzug vor dem Tor. Munich's along the wing at center ice. And now it's directed to Ollie. Oh, and a missed pass and the puck goes out. A little roaming to play the puck. Jawohl. Munich skating on in mid ice at the boards. Und Mark Vogts versenkt das Ding. Also macht es, wenn sie es auch Saison spielt und es läuft einfach und ihr habt die Möglichkeit, dass das weitermachen könnt, macht es einfach weiter. Also ich sehe, bei mir funktioniert das richtig gut. Ich habe die gleichen Einstellungen, als wir gegen Berlin gehabt haben. Aber ich schätze damit, dass die KI ein bisschen ermüdet ist, weil sie haben halt echt schon 7 Spiele in den Knochen stecken und wir halt nur die 4 gegen Berlin. Vielleicht, wenn, dann ist eh cool programmiert. Weil wir haben ja jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, sozusagen, haben wir gesehen, okay, ich hab nichts gedruckt, aber wenn Mannheim will, teilt Oli aus. Ich hab das jetzt gar nicht mitgekriegt, die Schlägerei. Hey, da fast die verschlafen vor lauter Quatschen. Okay. Mannheim hat das erste Handschuh auszogen.
Adler Mannheim's coaching staff is going to have to adjust. A game der Tommy. Conduct has been handed out. You can't act like that. That's a game misconduct. Und sie haben die Nerven bockt. Good clean win on the draw. Also ich hätte jetzt nicht vorgehabt, ehrlich gesagt, Schlägerei anzufangen im Finale. Strong wrister, solid glove save. Got it right back. Oh, what a move! Can start the attack going in the zone. Nice work with the stick. Poked it right away. Points it. Reads the play and keeps it. Adler Mannheim's in the neutral zone along the way. Macht nichts. Back in his defensive end to get it. In that defensive zone, an important play. That's a really dangerous area with the pocket. He turned it over. Now the opponent has a short ice to attack. Wundert mich, dass doch eine Strafe geben muss. Aber es kann ja zum Strafen kommen wahrscheinlich. Terrific save with a pad. Unix continuing on in the defensive zone. Is able to move on in. Let's it go. Point blank save. The shooter thought he had a chance, but the goaltender robs him. What a stop. Da betonene Goalie. You can't deliver the puck much better than that, but the goalie says no chance. That's an excellent save. They took that draw and won it. Takes that pass from the other point. To the point it comes. A shot. Oh, that one hit someone on the way. Two periods are in the books here. And the books could very well have some perspiration stains on it by now because these teams have worked pretty hard. But still, a third period is ahead. Hey, kids, don't forget if you're a member of our rookie team, you'll have the opportunity to have a couple. Third period about to begin. What did you think of the second? Adler Mannheim's playmaking has suffered because of the amount of times they turned over the puck. They'll need better communication and tighter passing here in the third. We are underway so. With the third and final regulation time period. Andy dumps it in. Munich's making their way through center ice at the boards. Shot on. Save there. Takes that pass from the other point man. Glides along the line. Went to the backhand. Big bad. Ah, das war die Chance gewesen. Onside. Great job in his own end with that interception. Hoppala. Gathered up again by Mitchell. A lane was jammed and it hit somebody. Propelled to Adam. Gets that one on across. Puck ricocheted off the screen. Twist one. Got that. Tremendous scoring chance. Over 8 minutes gone. Two goals have been scored, both by one team. So that faceoff is won. Boyle. And ripped to Boyle. Receives that pass from the other side. Collected by Boyle. Oh, a save there. Freezes play. Ja, man muss mal so einen Gewaltschuss machen und dann kriegen wir da 2 zu 0 aus. Of the shot, he drops to the butterfly and makes a really easy stop. Okay, they win the draw.
going back towards the defensive zone. In with it now. Oh, broke it up. It's dumped in. Gets it in a good place. Brings the shot. Oh, terrific save on a great chance. The goaltender shuts that one down on a superb opportunity. In the slot. Oh, my. Munich's play has put them in a spot here where they can look forward to 2 points if they can continue to protect this shutout. They have had an outstanding game. Padded away with authority. He was standing in the lane and got some of it. Drives behind. Passes into unhindered terrain. Need to get rid of it. Great save. Save with the pad. Munich's making their way through center ice at the boards. He's got that one. Let's see what happens. Back and forth they go between the points. Back to the point. Nearing the final minute of regulation. Padded away. There he goes. Net empty. Let's take a chance here. So, wieder mal ruhig. Wie konzentriert er bis wo der Puck eigentlich ist. They keep applying the pressure. Good territorial play for them here. Great save. Rockets won. And on top of that, another great stop. Goes back deep for it. Adler Mannheim's got it in mid ice. From the outside. Game-saving poke check. Pitching it to Adam. Adler Mannheim's moving to center. He's got that pass at the point. Still has control through the neutral zone. Net open. Score! Jetzt hätte ich Schießen fast vergessen. Verdammt. Es ist wirklich spät. Ich glaube, ich muss wirklich ins Bett. There's no doubt who will win this game tonight after that empty netter. That's a good feeling on the bench. You've locked it up now with the empty netter. Ah, it X. They win the draw and will now set up an attack. Fires one and a save. Und wir gehen in Führung in den Finalspiel. With that win, Doc, they found themselves with a tidy streak intact. The winds just keep on coming. And as the tournament moves closer to its conclusion, we hope you'll anticipate the next games as much as we do. This one was fine for us. Jetzt gehen wir in Führung. Jetzt sind wir in Führung mit 1-0 im Spiel. 3 Spiele brauchen wir noch. Mal bis zu diesem Top vorsimulieren. Gehen wieder auf den Playoff-Baum. Ja, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, das erste Finalspiel der Red Bulls hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer will, kann gerne die Glocken abonnieren. Jetzt muss ich echt ins Bett. Ich muss ins Bett. Der guckt gern mich abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues versammelt von mir. Als wisst, es ist alles eine freiwillige Sache, es ist alles kein Muss. Ich tue mir auch entschuldigen darauf, dass ich jetzt ein bisschen so durch den Wind bin, aber das ist halt einfach die Zeit. was soll ich sagen? Ja, und dann wünsche ich Ihnen nur bis zum nächsten Spieltag in Mannheim. Einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreundin, lieber Sportsfreund, je nachdem, wann das du das Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, ein wahrer Sportsfreund oder eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen. Aber vor allem, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.